Jo, guten Morgen, Kinners. RDLP hier und weiter geht's mit der Hausparty, auf der RDLP sich allmählich aber mal kräftig besaufen sollte, weil bisher ist das ja eher eine Larry-Party. Aber was soll ich machen, wenn Frank der Vin Diesel-Verschnitt auf den Alkohol komplett aufpasst und nicht einmal auf Toilette geht oder sonst was zu erledigen hat draußen? Geh doch mal ein Durchziehen oder so, keine Ahnung. Guck die Igel da draußen an, die da durchs Gebüsch laufen. Mach irgendwas, Hauptsache ich komme an den Alkohol. Ich muss mir echt was überlegen. Auf jeden Fall trinke ich jetzt einen Kaffee leer. Wow, das hat Invigoratoring a bit earthy with nuts of vanilla, Walnut, Underpale. Okay. Ja, der Kaffee hat anscheinend gemundet. Das ist ja sehr schön. Wisst ihr, was mir auch munden würde? Alkohol, Derek! Auf was für eine Kackparty hast du mich eingeladen? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Rachel hasst mich. Habe ich eigentlich eine Aufgabe von ihm? So let me get this straight. I invite you, Ja, das hatten wir doch schon. Oh, good. I'm glad I for art. Ah, das Gespräch hatten wir schon. So, also, kurze Info für alle, die neu eingeschaltet haben. Sie hasst mich. Sie liebt mich. Er ist besoffen. Sie ist auf Sahnekapseln. Sie hasst mich noch mehr als die da hinten. Er ist mein bester Freund, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Frank besäuft sich heimlich hinterm Bungalow, aber will alle anderen vom Saufen abhalten. Und ja, das ist so eine akkurate Zusammenfassung. Hier ist Britney Spears. Patrick! Oh, läuft was mit Britney oder was? Oh, das ist ja interessant jetzt. Ha, das ist ja interessant. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss ein Bier suchen. Für Ashley tatsächlich. Und ich muss irgendwie die Schlange befreien. Also wenn. Ja, ich habe halt schon alles ausprobiert, Alter. Ich bin echt planlos. Also meine derzeitige Aufgabe ist, ein Bier zu suchen, würde ich sagen. Ja, war doch klar, dass RDLP wieder komplett lost ist in dem Spiel. Also wer hat was anderes erwartet? Ich habe auf jeden Fall nichts anderes erwartet. Ist das ein Bier? Nein. Ey Junge, das ist doch alles so schwer zu finden, Alter. Ich hätte einfach mir ein Tutorial reinziehen sollen, das ganze Spiel mir durchspoilern lassen sollen. Dann wäre ich voll der Profi gewesen, hätte so auf Profi machen können und so sagen können: Oh, guck mal, ein Bier. Oh, was ein Zufall, dass ich das auf Anhieb gefunden habe, alles. Nee, wir machen das natürlich wie immer komplett lost. Also draußen muss auch irgendwas zu holen sein, das kannst du mir nicht erzählen, dass hier nicht irgendwo mal ein Bier ist, wo man noch ein bisschen was rausnuckeln könnte. Nehme ich überhaupt auf? Okay, perfekt. Ja, sorry, das musste ich eben kontrollieren. Das ist übrigens die Gastgeberin, die auch kein Bier am Start hat. Biene Baja Tussi. Yoga Tussi. Junge, wo ist das Bier? Ich brauche nur noch ein Bier, dann ist Ashley besoffen und macht irgendwas Dummes. Okay, ich guck mal eben kurz, was meine Aufgaben sind. Welche Taste waren das nochmal? Ich drücke alle. Nee, tue ich nicht. So, hier. So, auf Q. Ja, ich drück doch Q. Was willst du? Sprich mit Derek, habe ich gesagt. Verfranke dich nicht. Frank vertraut dir nicht und das sind schlechte Nachrichten. Es muss etwas geben, was du tun kannst, um sein Vertrauen zu gewinnen. Okay. Was will Lea von mir? Unruhe auch auf. Achso. Okay. Ja, ich muss auch noch diese scheiß Thermoskanne finden. Geben Sie dem Mann ein paar Drogen. Patrick hat heftige Kopfschmerzen. Vielleicht kannst du ihm ein paar. Hab ich doch! Er wollte ja nicht die Schmerzmittel. Also ich habe ein paar Schmerzmittel noch am Start. Das ist ja kein Problem. Ich bin ja RDLP. Dafür bin ich bekannt, ja, dass ich immer was am Start habe für die Leute. Wo ist er denn? Ach, wo ist denn dieser Hans jetzt? Ist er aus dem Fenster gefallen oder was? Patrick! 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 Patricia, ach, hier bist du. Ja, du hast wieder Stories gehört. Hä? Wem habe ich das Zeug gegeben? Hä, wurde das nicht gespeichert oder was? Hä, locker, Alter. Hä, das wird nicht gespeichert? Das kann wahrscheinlich nicht stimmen. Ah, shit, ich habe falsche Game geladen. Oh mein Gott, ich dachte gerade so, hä, warum habe ich so wenig Aufgabe, Alter? Und ich habe dem doch schon längst Schmerzmittel besorgt. Alles cool, da habe ich leicht gefailt, oh Mann. Ja, sorry.
Ja, was soll ich sagen? Ja, das war jetzt nicht die beste Aktion. Die ersten 3 Minuten auf jeden Fall wieder voll reingeschissen. So muss das laufen. Was soll ich euch erzählen, Leute? Ich bin halt inkompetent. Ja, ne? Ach, auf dem Bildschirm da hat der Regen Bier am Start. Wobei, es ist ein Radler. Aber ey, ich bin so verzweifelt gerade auf dieser Party. Ich wäre ja schon mit Radler zufrieden. Ich wäre sogar mit alkoholfreiem Faxe zufrieden. Wobei, alkoholfreies Faxe hat immer noch 25%. Ja, die Dänen, ne? Die können sich einfach keinen Abend nüchtern vorstellen. Ja, was ist nun, ey? Du musst doch jetzt hier nicht 10 Minuten laden. Ich hab schon gefailt, Spiel. Du musst mir das jetzt nicht noch unter die Nase reiben. Okay. Ja. Wälzer, drücke die Leertaste Standard, um den Kampfmodus zu gelangen. Linker Mausklick. Ja, guck mal, ich brauche einen Basie oder sowas, um gegen Frank zu bestehen. Dann würde ich ihn direkt ausnocken. Das Problem ist, dann kommt Derek ihm wieder zur Hilfe, weil er einfach eine Snitch ist. Derek hat mir ja im letzten Video schon auf die Fresse gegeben, nur weil ich die Kreditkarte klauen wollte. Als ob das jetzt so schlimm ist. Ich meine, die ist eh nicht mehr in Betrieb. Ich versuche irgendwie die Zeit vom Laden mit Konversation auszufüllen. Das funktioniert nicht so gut. Junge, kann das jetzt mal laden, Alter? Ich habe keinen Bock mehr. Abwarten und Tee trinken, Leute. Ja, Wahnsinn. Bin ich jetzt im richtigen Safe State? Funktioniert meine Webcam noch? Okay, perfekt. Ja, Patrick, muss ich nochmal meine Aufgaben suchen. Schnitzel, ja, genau. Habe ich irgendwas mit Patrick am Start? Nee. Druck anlegen. Hilft Stephanie da bei ihren potenziellen Karrierepfad eines medizinischen Notfalls? Töte niemanden, du Psycho. Also soll ich jetzt jemanden verprügeln? Okay, als nächstes fülle ich Stefanie ab, das ist auch so eine Aufgabe. Aber erstmal muss ich sie abfüllen. Folge de Was sind das für Ziele, Alter? Folge deiner Berufung. Ja, ist ja ganz toll. Busch der Brustablenkung, ah ja, genau, das weiß ich. Okay. Ja, ich bin gerade echt überfordert. Okay. Ich muss für einen medizinischen Notfall sorgen, also muss ich irgendeinen verprügeln, der alleine ist. Eine andere Idee habe ich jetzt leider nicht mehr. Mann, was seid ihr alle gemeinsam hier unterwegs? Gegen zwei schaffe ich es nicht. Ich schaff's nicht mal gegen einen, sind wir mal ehrlich. Wo ist der Toaster? Kann ich damit prügeln? Alle meine Entchen, Lea, du kannst nicht singen. Halt bitte die Schnauze. Blöde Troller. Ja, halt die Fresse, Alter. Ne, es geht nicht. Ich kann nicht mit dem Toaster schlagen. Das wäre auch zu geil gewesen. Ja, wie soll ich denn jemanden verprügeln, wenn ich so ein Schwächling bin, ganz ehrlich? Wenn die alle gemeinsam hier sind. Ich könnte Britney verprügeln, aber ich bin ja ein großer Britney Spears-Fan. Was soll ich machen? Okay, das sieht schon mehr nach was aus. Ja, Junge, ich bin so überfordert, Alter. Ganz ehrlich. Das kann ich nicht tun, das kann ich nicht tun. Kein Schrank lässt sich öffnen. Die Bierpumpbecher sind auch leer. Das ist wirklich eine verkorkste Party, Alter. Digga, ich muss nochmal das komplette Haus durchsuchen. Es hilft ja nichts. Ist auch kein Bier. Ah, verpiss dich, Madison. Ich muss jetzt an den Kühlschrank. Schokoladensirup. Erfrischungsgetränk. Das nehme ich mal mit. Soll ich jemanden mit einer Salami verprügeln? Kann er nur mit links hauen oder was? Das ist doch echt bescheuert. Mir wurde doch im Tutorial gesagt. Und vor allem F1 sagte mir. Das ist doch bescheuert. Wenn ich F1 drücke, meinte das Spiel, dass ich Hilfe bekomme. Ich brauche Hilfe, Alter. Ich
Face, ich bin komplett lost. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich führe noch mal Konversation mit Steph. Die einzige, die ich mag. Okay. No shit, du willst erotische Tänze machen, das ist deine Passion. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du willst irgendwie im Futterladen arbeiten und die Katzen mit Hundefutter versorgen. Ja. Sie meint so, warum ist sie zum College gegangen, wenn sie doch so toll erotischen Tanzen ist? Absolut. Ich glaube, damit verdienst du sogar mehr Geld auf OnlyFans, aber hey. Nein, ich muss Konversation mit dir führen. Warum nennst du mich Fremder? Nenn mich Erde. Meine Freundin nennt mich Erde. Ja. Oh, you're free, Steph. You gotta try this period. Ich tut's jetzt alles. Firepit. Wo gehen wir hin? Ich würde natürlich gern zum Liquor-Kabinett, aber da können wir uns nicht besaufen. In die Garage, das wäre ein bisschen komisch. Soll ich hier mein Porsche zeigen? Das wäre ein weird flex. Oh, mein Porsche steht woanders, sorry. Ja, wir gehen natürlich zum Feuer. Okay. Ja, Biene Maya, da kannst du gucken, hä? RDLP hat's voll drauf. Haha, du olle Schachtel. Wobei, Biene Maya mag ich auch gerne. Warum nenne ich sie Biene Maya? Ja, let's go, Alter. Derek, verpiss dich mit deiner Schnalle. Ich bin hier jetzt mit Stephanie. Ja, perfekt, Derek, Alter. Ich hätte dir sonst aufs Maul gehauen, ganz ehrlich. Ja, das hat's ja richtig gebracht. Cool, ein Lagerfeuer. Marshmallows, ja. Okay, wir tanzen jetzt mit dir. Halt die Schnauze, du kannst gar nicht tanzen. Bei Let's Dance auf der Playstation verkackst du sogar gegen kleine Kinder. So halt die Fresse, Rachel. Halt die Schnauze! Ich zieh mich jetzt aus. Das ist hot, ne? Ja. Ja, jetzt muss doch was passieren, Alter. Komm. Ist die irgendwie hacke dicht mittlerweile? Okay, let's go. Reden. Oh, hey there. You're kind of like naked. That's cool. Not bad either, I gotta say. Der Song ist so gut. Anyway, what's up? You know what? Fuck it. You seem pretty cool. Sure, I'll teach you some killer moves. Watch and. Ja, wir machen das live von der Webcam. Ja, ist gut, Alter. So, first thing, make sure to clench your butt cheeks really tight. Bend your knees slightly and try not to lock them. Mach ich das richtig? Pretend you have a rabid squirrel down your pants and move those hips like you're trying to avoid it cozying up inside your butthole. Lastly, pretend it's pitch dark and you're trying to navigate your way through a room full of naked zombies. You either might end up with a handful of rotten flesh or you might get your hand bitten off. Anyway, just move your arms accordingly. Yeah, that about covers it. Okay, ich hab's voll drauf. Danke, Steph, du bist die Beste. Go ahead, give it a shot. Gib mir einen Shot, ich hätte gerne einen Shot. Ja, ich habe da jetzt über ihre Passion geredet. Was soll ich denn noch alles machen? So, jetzt haben wir wenigstens Schuhe an. So, das passt. Wie ich alle wieder vergrault habe. Yo, Derek, was geht? Jetzt kann ich besser tanzen, oder? Hey again, stranger. How's it going? Irgendwie habe ich mich in sie verliebt. You think I don't know that? Way to be a buzzkill, dude. Like, loosen up, would you? Ich habe das seit 3 Videos aufgeschoben, diese Antwort zu nehmen, weil ich wusste, dass das scheiße ist. I guess I could take a break from dancing for a few minutes. Where do you want to go? Lass mal zu der Garage. Okay, die geht überall hin. Hey, wie wär's mit meiner Wohnung? Hey, wie wär's mit Rewe? Keine Ahnung. So, stop dancing. Was hält sie? Was hält Catherine eigentlich davon, wenn ich mich ausziehe? My boyfriend is being enough of a dick to me tonight. I don't need yours to add to the mix, dude. But that pathetic experience. I never got
about the whole moving my body to music thing. Most people are bad at it and you just get all sweaty and gross. Ja, ja, du bist so blöd, du Schabracke. Hab ich noch was an? Scheiße, ich bin nackt. Mann! Oh mein Gott! Put on boxers. Hey again, stranger. How's it going? It's like way too cold in here. I've been dancing all night and I like haven't even worked up a sweat. Gut, dann lass tanzen. Yeah, das geht ja voll ab. Ist das gut so? Die sehen irgendwie nicht begeistert aus. Jetzt haben wir ihn ausgezogen, jetzt musst du begeistert sein. Ja, okay. Mit meiner asiatischen Frühlingsrolle kann ich auch keine beeindrucken, ganz ehrlich. Hey Derek! Hey, weißt du was cool ist? Halt die Schnauze, Alter. Ich habe hier gar keinen Respekt vor diesen Arschgeigen. Okay, sie meinte, es ist hier zu kalt, da zu tanzen. Vielleicht... Ich belästige sie jetzt schon gerade. Guck mich gefälligst an. I guess I could take a break from dancing for a few minutes. Where do you want to go? Sounds like she'd come back to this area no matter what, but I gotta pack. So that leaves. Okay, ich glaube, ich habe das jetzt richtig gemacht. Eigentlich wollte ich sie ja nach draußen bringen, weil da das Feuer ist und da sollte es warm sein. Ashley, magst du Steph nicht? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Ah, du stehst auf sie wahrscheinlich, Digga. Ah, so läuft der Laden. Halt die Fresse, Mann! Ey, ich fühle mich besoffen, was soll ich sagen? Hey again, stranger. How's it going? It's like way too cold in here. I've been dancing all night and I like haven't even worked up a sweat. Scheiß drauf. Put on everything. Jetzt sind wir wieder. Ah, ich habe auch Larry-Klamotten an. Die muss man ja auch ausziehen. Ja, ich habe es wieder verkackt. Ich bin keinen Schritt weiter gekommen. Jetzt ehrlich. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Habe ich den Kaffee nicht schon getrunken? Mediendoc. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ist hier nicht noch irgendwo ein Bier? Warte, ich kann den ganzen Fernseher mitnehmen? Ich dachte schon, das wäre geil gewesen, hätte ich den ganzen Fernseher mitnehmen können. Stephanie, was soll das? Hey again, stranger. How's it going? I guess I could take a break from dancing for a few minutes. Where do you want to go? Ey, check das nicht. Ich meine, sie kann die Musik ja überall hören. Also da hinten auf jeden Fall, oder nicht? Hier ist auch keine Box, Alter. Fuck. Okay, wenn sie sich jetzt nicht frei macht, dann weiß ich auch nicht, was zu tun ist. Es ist super. You know what? Fuck it. Let's turn this party. Ja! Ich bin so gut, Alter. Ich wusste... Ey, ist okay. Scheiß drauf, ich muss mich auch ausziehen. Das nützt ja jetzt nichts. Das kann ich unmöglich aufs Thumbnail packen, Alter. Ist das überhaupt noch erlaubt, Alter? Ich guck mir lieber den Mond an, Alter. Oh, Halbmond, super.
Ist das nicht eine Wucht hier? Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, Alter? Sie ist schon ein bisschen billig, aber ich feiere das irgendwie. Keine Ahnung, die ist locker drauf. Ja. Ich hab da was für dich dann. Hier, hab Spaß. Verdammt, sie hat doch gesagt. Oh Mann, das ist so eine Scheiße. Willst du einen Kaffee? Nee. Was willst du? Willst du eine Gurke? Willst du Kartoffeln? Ein Erfrischungsgetränk? Nee, die will gar nichts. Na gut, dann verpiss ich mich. War schön mit dir. Ich zieh mich wieder an. Ich bin jetzt aber immer noch nicht weitergekommen mit meinen Aufgaben, kann das sein? Stephanie. Ja gut, das habe ich geschafft, aber das bringt mir ja auch nichts. Okay, ich speichere jetzt und dann hau ich immer mal auf die Fresse, scheiß drauf. Wie das klingt, Alter. Safe Game. RDLP2. Weil ich muss ja einen medizinischen Notfall hervorrufen. Das kann man am besten, wenn man einen verprügelt. Ich glaube, Patrick ist ein leichtes Ziel. Okay, wir folgen ihm halt unauffällig. Ich habe keine bösen Gedanken, Patrick. Will dich nur zusammenschlagen. Nein, Patrick, du musst nach oben. Du bist so ein Arsch. Got my eyes on you. At least the only marble in here is in the kitchen and in my midsection, brah. Whoa, so they like it's not a harder Play-Doh kind of thing? Shit, brah, that was my summer plan for a ripped grip, at least for my left hand. Shittiest object. Well, it was that tragic, tragic monument to tyranny and oppression. Ja, den habe ich doch schon gefunden, den Pinguin. But I guess now I'd have to say it's that pedo-looking penguin Ashley was all excited about. Also, das muss ich tatsächlich einmal. Ashley, okay. Dann muss ich mit dir über den Pinguin reden. Ich werde jetzt aber erstmal saven und dann hau ich Patrick voll auf die Schnauze. Okay, let's go. Ich meine, wenn ich einen Besoffenen jetzt nicht Fuck. Wo ist er? Ich soll ja einen medizinischen Notfall. Habe ich es jetzt sie geschlagen? Medizinischer Notfall erledigt. Okay, ist doch ein medizinischer Notfall, Lea. Oder Ashley. Wem sollte ich den nochmal beschaffen, Alter? Ich weiß es nicht. Ugh, did you see that fight? It was brutal. Fighting is so silly, but I've seen enough of them to know a concussion when I see one. It looks like everybody's gonna be all right this time. Back to dancing. Ich sollte doch. Sie wollte doch medizinischen Notfall, oder nicht? Eines medizinischen Notfalls. Ja toll, und nun? Patrick ist K.O. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Okay, Patrick steht wieder. Ist er jetzt mad auf mich? Okay. Gut, Leute, das wär's dann erstmal für dieses Video. Ich speichere das tatsächlich nochmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, RDL. Pärchen!